Heute mein Thema Klimakatastrophe. Wie finden Sie die Klimakatastrophe? Was soll man dazu sagen? Schlimm. Ist es auch. Es geht alles kaputt da oben. Ja? Ja, wovon denn? Internet. Internet und Atom. Auch. Und von wem sind Sie denn? Grüne? Norddeutscher Rundfunk. Oh Gott. Müssen wir Deutschen uns eigentlich um das Ozonloch kümmern, wenn das Ozonloch doch gar nicht über Deutschland ist? Nee, dann brauchen wir uns doch nicht drum kümmern, würde ich sagen. Das geht uns doch gar nicht an. Jeder macht seins. Die heftigen Unwetter in Deutschland gibt es, seitdem die Mauer weg ist. Kann es sein, dass sich die Gewitterfolgen früher an der Mauer abgeregnet haben, bevor sie zu uns gekommen sind? Ja, das kann sein. Ja, das glaube ich. War die Mauer doch nicht so schlecht dann? Ja, nee, die Mauer war ja nicht schlecht. Zum Schluss ein Fazit. Ich bin Schachspieler und meine Eröffnung ist eigentlich meistens das Damengambit. Ich spiele also D4, der Gegner spielt D5 ins Studio. Und ich spiele dann C4 und mein Gegner spielt dann Springer F3, F6, Verzeihung. Und ich spiele dann Springer F3 und dann... Heute mein Thema, die Gesundheitsreform. Wie finden Sie die Gesundheitsreform? Ich finde alles schlecht. Ja? Ja. Wo ist das Geld von den Krankenkassen verschwunden? Wo das verschwunden ist? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen, wo das verschwunden ist. Ihre Meinung? Meine Meinung? Dass die vielen, vielen ausländischen Leute hier reingekommen sind, die nicht eingezahlt haben. Auch Franzosen? Damit die Deutschen weniger krank sind, sollten die gesetzlich gezwungen werden, jeden Tag einen Liter Vitamin C zu trinken. Das bringt es auch nicht. Vitamin C bringt es auch Menschen nicht. Dazu zwingen, nicht? Und es hat ja, es ist ja, es hat ja in der Zeitung gestanden, dass die Krankmeldungen in den Firmen weniger geworden sind. Das hat ja in den, nie krank. Weil die Leute Angst um ihre Arbeitsplätze haben. Ja, Vitamin C bringt es auch nicht. Vitamin von Whisky steht da nichts oder von Alkohol. Ich nur Vitamin C. Eine Woche ein Liter Vitamin C trinken. Taugt Frau Ulla Schmidt was als Gesundheitsministerin? Ich würde empfehlen, dass sie mal schwer krank wird, damit sie weiß, wie das ist, wenn man im Krankenhaus liegt. Was würden Sie ihr wünschen als Krankheit? Na, auf jeden Fall keine Augenkrankheit, damit sie das alles miterlebt. Das will ich hier nicht so öffentlich sagen, was ich hier wünsche. Sagen Sie mir. Scheißerei. Scheißerei, damit sie immer zu klingeln muss, um das Personal in Anspruch zu nehmen. Zum Schluss ein Fazit. Zusteller. Fazit? Ich bin Paketzusteller. Zurück ins Studio. Heute mein Thema, Ulle von Beust. Von Beust hat mit der Schildpartei eine Koalition gemacht. Hat er das nur aus Versehen gemacht oder war er da betrunken? Ja, das hat er, ich nehme an, das hat er schon
Das wird schon seinen Grund gehabt haben hier, ja, hier. Das hat schon eine Kollusion gemacht hier mit Herrn Schilder. Das, betrunken? Ja, betrunken. Ja, ich nehm es mal an hier, leicht. Ich nehme es mal an hier. Ne? Ich gehe von da mal aus hier, ja, hier. Sonst hätte er nie unterschrieben. Ja, genau, das ist ja normal. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Glauben Sie, Ole von Beust kommt selbst zu Extra 3 oder wird er ein Double schicken? Na, je nachdem, wie die Zeit ihm. Aber ich glaube, er ein Double wäre schicken. Ole von Beust kommt aus Hamburg-Volksdorf. Was für Leute leben so in dem Stadtteil? Das weiß ich nicht. Ich kenne nicht Volksdorf. Ich komme aus Barmbek und weiteres interessiert mich nicht. Nicht? Nee. So vom Gefühl, wie sind die ja, vom nee, Volksdorf? Nee, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Nee, ich vom Gefühl. Ja, ich kenne die Leute, die Menschen ja nicht. Glauben Sie, die sind sauber in Volksdorf? Kommt darauf an, wenn da nicht zu viele Ausländer wohnen. Stimmt. Nee, ich weiß das nicht, ich habe keine Ahnung. Also wenn nur Deutsche da wohnen, sind sie sauber. Befürchten Sie, dass es im Hamburg Rathaus Spione der Russen geben könnte? Das ist durchaus denkbar. Die sind überall. Angenommen, Ole von Beust würde entführt werden. Ach Gott. Welches Lösegeld würden Sie als angemessen empfinden? Ole von Beust wird entführt. Ja, da kann ich nichts dran machen und wäre mir auch egal. Zum Schluss ein Fazit. Wir sollten ihn als Bürgermeister abwählen und als Bundeskanzler nehmen. Das ist meine Meinung und die Meinung der meisten Hamburger. Denn ich bin eine geborene Hamburgerin und werde zurück in Hamburg immer ins Studio. Und ewig bleiben. Und tschüss, die Herrschaften. Tut mir leid. Heute mein Thema: Saddam Hussein und die Waffeninspektionen. Glauben Sie, Saddam Hussein wollte schon als kleines Kind Diktator werden? Nein. Ich sag nein. Nein, also. Hat er studiert, Diktator, als Beruf? Ich glaub nicht. Ich habe keine Ahnung. Wie lange dauert das, so das Diktatorstudium? 3 Jahre, 4 Jahre? Also 3 bis 4 Jahre. Ja. Würden Sie es sich im Fernsehen angucken, wenn sich Bush und Hussein live aus dem Münchner Olympiastadion auf die Fresse hauen würden? Ja, das würde ich mir angucken. Ja? Ja. Wie verhält sich ein Waffeninspekteur, wenn er bei der Suche nach Giftgas in einem Palast von Saddam Hussein Pornohefte unter dessen Bett findet? Er ist, glaube ich, entsetzt darüber, ne? Ja? Ja, würde ich sagen. Muss er das der UNO melden? Nein, das braucht er nicht. Wenn es auf dem Pornoheft Waffenfotografie gibt. Ja, das ist so gut. Was anderes. Dann ist was anderes. Wenn da, und der Pornoheft ist mir ein nacktes Mädchen. So stelle ich mir ja, unter mein Porno. Cousin, der hat ein Pornoheft. Da gibt es ein nacktes Mädchen mit einem Gewehr. Ja, das finde ich furchtbar. Ja. Ja. Dann müssen die das der UNO melden? Ja. Genau. Ja, ja klar. Ja. Nee, das ist ja auch das drin. Muss gemeldet werden, das ist doch klar. Zurück ins Studio. Heute mein Thema: deutsch-französische Freundschaft. Wie finden Sie die deutsch-französische Freundschaft? Ja, so ein bisschen. Aber nicht zu viel. Nee. Wer ist fauler, der Franzose oder der Deutsche? Das ist klar, haben wir eben schon von gesprochen. Das ist dann der Franzose. Ja? Ja. Warum? Ja, weil der Deutsche fleißiger ist.
Was ist Jacques Chirac überhaupt für ein komischer Name? Jacques Chirac, ach was. Könnte jemand mit so einem Name bei uns überhaupt zum Bundeskanzler gewählt werden? Nee. Das gibt's nur in Frankreich sowas. Ja, nee. Schlimm, ja. Deutschland ist komplett pleite. Wären Sie dafür, dass Frankreich Deutschland aufkauft? Ach, so ein Quatsch. Frankreich ist ja auch pleite. Ach so. Deshalb sind wir dicke Freunde. Genau, müssen wir. Im gleichen Boot. In so einer Situation kann man nur gemeinsam saufen. Da erinnern Sie mich, ich will noch eine Flasche Korn holen. Zum Schluss ein Fazit. Wir sind nach Frankreich gefahren, nach Châtel-Aillon, und dort wurden wir von einem sehr netten Franzosen eingeladen. Und zwar ging das von 19 Uhr bis um die Mitternacht. Zuerst gab es ein Aperitif von Anis, hat sehr gut geschmeckt. Dann gab es die Vorspeise, das waren Muscheln. Dann gab es noch einmal Fisch, aber das kann ich leider nicht sagen, was für ein Fisch. Das war sehr zart und lecker mit einer Zitronone hieß das. Dann gab es eine Suppe. Und dann gab es noch einmal Fleisch mit Gemüse, Kartoffeln. Und hinterher gab es Fromage und Obst. Und man konnte suchen, so lange wie man, also wie lange man essen wollte. Und als es dann zum Mitternacht ging, gab es noch eine leckere Eisbombe. Heute mein Thema. Immer noch der Krieg. Wären Sie bereit, den Wiederaufbau von Irak mitzubezahlen? Das ist eine schwierige Frage. Warum? Also, ich bin kein Rassist, ne? Bestimmt nicht. Eine Gegenfrage. Warum soll ich da mithelfen und bezahlen? Ich habe da den Krieg gar nicht angefangen, sondern der Ami. Also soll der Ami doch sein, warum denn wir? Stell dir mal vor, wenn es uns dreckig geht. Meinst du, der Ami würde uns helfen? Warum sollen wir denen denn helfen? Entschuldigung, wenn ich mal jetzt mal eine Egoistin bin, aber nö, denke ich gar nicht dran. Warum? Aber der Ami hat uns befreit. Da waren Sie noch nicht auf der Welt und ich auch nicht, also. Es wird jetzt schon gestritten, wer den Irak wieder aufbauen soll. Sollte man den Irak nicht erstmal kaputt machen, bevor man sich um den Wiederaufbau streitet? Das ist richtig. Das ist genau richtig. Die streiten sich ja schon um Sachen, die man weiß. Lass uns erstmal anständig und ordentlich kaputt machen. Ordentlich platt machen. Und dann gucken wir. Dann kann man sagen, so, jetzt helfen wir. Wenn Saddams Ehefrau mit einem von Saddams Doppelgänger schläft, ist das dann wirklich ein Seitensprung oder nicht? Doch, auf jeden Fall. Wegen Saddam Hussein ist eine Person. Vielleicht vom Aussehen her sehen die anderen gleich aus wie er, aber wenn er... Aber vielleicht weiß seine Frau das nicht. Sie glaubt, das ist Saddam. Ja, das ist schwer für sie. Aber ich würde dann, wenn ich eine Frau hätte und auch Doppelgänger hätte, hätte ich irgendwie so ein Sprichwort abgemacht, dass nur ich weiß und meine Frau. Zum Beispiel, wenn sie mich fragt, was deine Lieblingsfarbe, würde ich sagen zum Beispiel rot, damit sie das auch weiß. Auf jeden Fall. Oder dann sie ist sicher, dass sie mit dem Richtigen schläft. Genau. Angela Merkel ist die einzige Deutsche, die für den Krieg ist. Warum ist Angela Merkel anders als alle anderen? Angela Merkel soll sich die Uniform anziehen und soll mitkämpfen. Das ist die blödste Deutsche, die wir zurzeit haben. Ja? Das ist eine Ossi-Tante.
Und die sollte wissen, dass Kriege nichts bringen. Schneller. 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 Ihrer Meinung nach? Nein, wir haben keine Meinung mehr. Wenn der Irak erobert nein, ist. Nein, hol bloß auf. Tschüss, tschüss. Tschüss. Grüß zu Hause, ne? Ja. Zurück ins Studio.